Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Ganz viel Spaß euch! Ihr habt es gesehen, es gibt mal wieder einen Foodtour. Wir waren beim Lidl und im Bioladen beim Metzger. Und da fange ich jetzt gleich auch mal an. Im Bioladen, wir haben Hackfleisch mitgebracht, ein Rindshackfleisch. Dann Mettenten, dann so einen Aufschnitt. Ich glaube, ein Putenaufschnitt ist es und Putensalami. Außerdem Putenbrust hier drin. Und dann haben wir noch zwei unterschiedliche Größen an Kassler mitgenommen im Bioladen beim Metzger. Und noch eine Steckrübe, denn beim Lidl gab es keine Steckrübe. Ich habe noch nie eine Steckrübe verarbeitet. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe hier auch unseren Essensplan, den werde ich euch dann später noch vorlesen. Jetzt machen wir mal weiter beim Lidl. Da haben wir so einen Schmelzkäse für ein Gericht gebraucht. Dann einen Käseaufschnitt haben wir mitgenommen. Einmal Salz durfte wieder mit. Außerdem passierte Tomaten ein Päckchen. Dann mussten wir leider heute eingepackte Paprika mitnehmen, weil es gab einzelne nur noch gammelige Paprika. Die waren überhaupt nicht gut, die konnte man wahrscheinlich gar nicht mehr richtig verarbeiten. Leider dann im Plastik heute mal. Außerdem durfte mal geschälte Tomaten nochmal mit. Und einen Königin Frischkäse für die Anni. Dann fürs Plätzchenbacken eine Kuchenglasur in der dunklen Variante. Und eine saure Sahne durfte mit. Einmal habe ich einen Thunfisch mitgenommen für einen Feldsalat. Der kommt dann auch gleich noch. Und ich habe mir mal die Barista Hafermilch von Vemondo mitgenommen. Da möchte ich einmal wieder einen Schaum versuchen hinzubekommen. Beim letzten Mal war ja voll das der Fail. Das habe ich euch in einem Short auch gezeigt. Dann habe ich Frühlingsrollen mir mal einfach mitgenommen mit Gemüse. Für den Adventskalender, den ich euch ja im letzten Vlog gezeigt habe, den ich befüllt habe für meine Schwester, da mache ich dann einfach noch ein bisschen so kleine Süßigkeiten rein. Diese Eier hier von Kinder habe ich mal mitgenommen. Mit Haselnuss sind die. Dann einmal diese von Favorina. Diese Figuren, Engelsfiguren kommen noch mit rein. Wie, dann habe ich schon mal diese Kinder noch mal von Kinderschokolade, diese mit Kakaofüllung noch mal mitgenommen. Ich muss mal sehen, dass ich beim Edeka noch von Lind diese Blätterkrokant mitnehme, denn die schmecken meiner Schwester am besten von dieser Marke von Lind. Sind aber auch schweineteuer und da sind ja gar nicht viel drin in dieser Sonderpackung. Das ist echt Hammer. Dann habe ich so einen Vegan-Block noch mitgenommen. Ein Hokkaido-Kürbis durfte noch mit. Dann haben wir nochmal den zweiten Königin Frischkäse und Vanillezucker fürs Backen. Dann eine ganze Handvoll Karotten haben wir mitgenommen. Dann meinte die Anni, meine Partnerin, so eine ganze Packung von diesen Lebkuchen hier mitzunehmen. Oh mein Gott, da wird man so verführt, ne? Dann habe ich mir mal wieder seit langem einfach so ein Matthias-Filet mitgenommen, einfach so als Snack zwischendurch oder als Mittagessen so. Dann habe ich einmal fürs Backen noch mal Mandeln mitgenommen. Ich bin nämlich schon fleißig am Backen. Ich habe schon einige Sorten Plätzchen gebacken. Habt ihr denn auch schon gebacken, ihr Lieben? Schreibt es mir mal gerne. Oder seid ihr eher Backmuffel? Backt ihr gar nicht gerne? Ach, ich wollte dich noch erinnern, falls du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das sehr, sehr gerne tun. Drück einfach unten auf den roten Abonnier-Button. Vielen Dank dir. Das ist völlig kostenfrei für dich. Du zahlst nichts und uns würde es sehr weiterbringen, dass wir wachsen und wachsen. Jetzt habe ich hier noch eine Pizza. Margherita. Im Ofen sind da schon zwei und eine dritte ist noch drin, die muss ich jetzt gleich in den Froster packen. Dann hat sich die Anni mal wieder so High-Protein-Pudding in der Schokoladenvariante mitgenommen. Der erwähnte Feldsalat kommt hier. Dann Backpulver fürs Backen haben wir wieder gebraucht. Dann durfte ein riesen Kohlrabi mit. Wahnsinn, oder? Ein so ein Olivenmix hatten sie jetzt.
beim Lidl gehabt mit Zitrone und Basilikum ohne Stein. Den habe ich mir mal mitgenommen in den Packen hier. Schaut super lecker aus. Dann habe ich mir diesen Bio-Landkäse mitgenommen. Einfach so auf Knäckebrot einfach mal. Seit langer Zeit habe ich da mal wieder richtig Lust drauf. Dann einen Naturjoghurt nochmal. Oder hatten wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir vorhin schon den einen hatten oder nur einen jetzt mitgenommen haben. So, dann habe ich als Snack zwischendurch einfach mal Spargel mir mitgenommen im Glas. Und diese Cornichons oder wie man die auch immer nennt, diese kleinen Gürkchen, brauchen wir für ein Gericht. Dann die zweite Packung Paprika, wie erwähnt. Dann unsere Eier hier ohne Kükentötung, diese 6 bio-frische Eier hier. Dann haben wir nochmal eine Kuchenglasur in der Vollmilchvariante aber mitgenommen. Und einmal gehackte Tomaten habe ich einfach so mal mitgenommen, falls wir ja einfach mal Tomatensauce machen wollen. Und da hat man immer was daheim auf Vorrat. Und mit diesen zwei Porree-Lauch, wie man immer auch sagen mag, dazu schließe ich das Video, ihr Lieben. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Und nein, ich habe ja vergessen, euch noch den Essensplan, gell? Vielleicht seid ihr daran interessiert. Jemand hat mir schon mal drunter geschrieben in dem Kommentar, fand ich voll schön, dass ja euch oder dass derjenigen Person ein Essensplan, der Essensplan immer sehr interessiert. Und das schaue ich mir bei anderen tatsächlich auch als Inspo super gerne an. Also einmal wird Shashuka nochmal geben bei uns. Das haben wir letztens schon mal gemacht. Ich glaube, das filme ich euch dann auch mal mit. Das ist nämlich recht interessant, finde ich, das Rezept. Dann wird es einmal Curryhähnchen mit Gemüse geben. Und einmal Soljanka. Oh, vielleicht filme ich euch auch Soljanka mit ab, obwohl das nicht das klassische, was ich von früher, von der Kindheit kenne, Rezept ist, sondern ein anderes, aber das ist sehr, sehr lecker. Dann gibt es einmal einen Steckrüben-Eintopf. Oh, die Anni hat diesmal ausgesucht, die Rezepte, ist auch ganz neu für mich. Also, die Essensplan ist jetzt ganz neu für mich, ich kannte den jetzt bis gerade eben auch noch nicht. Dann gibt es eine Käsesuppe mit Lauch. Und Gemüseblech wird es noch geben. Da wird es verschiedenes Gemüse geben, unter anderem den Kürbis und Paprika, Karotten, Zwiebeln vielleicht noch und Kartoffeln. Ja, dann sage ich aber jetzt wirklich danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bye!